Hallo und herzlich willkommen zu diesem exklusiven Video. Wie unschwer zu erkennen, wir befinden uns mitten in Berlin. Unglaublich, das könnte echt überall sein. Egal, ich habe mir heute mal einen speziellen Probanden eingeladen, der heute mal ein kleines Rätsel versucht zu lösen. Und zwar begrüße ich in der Sendung Einhard, Element of Art. Können wir da mal... Hi. Beifallsbegründung. Moin. Seien Sie gegrüßelt. Herzlich. Charles ist auch mit in der von der Partie, ganz klar. Was muss ich denn jetzt hier machen? Erzähl mal. Kameramann, können wir mal bitte zeigen? Das soll ein Hund sein. Mit viel Fantasie ist das ein Hund. Und ich bitte dich jetzt einfach mal, Einhard, die Aufgabe ist, ohne dass der Schwanz irgendwo anders hin zeigt. Also hier ist der Schwanz, der muss nach oben zeigen. Du legst bitte zwei Streichhölzer um. Wenn du willst, kannst du auch das Auge noch mitverwenden. Also zwei Streichhölzer und das Auge, der Schwanz muss nach oben zeigen, dass der Hund, und jetzt kommt's, in die andere Richtung schaut. Ach du Scheiße. Es ist nicht schwer, du kannst es probieren. Zwei Streichhölzer dafür bewegen. Zwei Streichhölzer, du kannst auch das Auge mitbewegen. Der Hund muss in die andere Richtung. Aber das muss der Schwanz bleiben, oder der was? Der muss bleiben und der sollte auch nach oben gucken. Also du kannst ihn jetzt in die Richtung setzen. Ach so, aber ich darf nur zwei. Nur zwei bewegen und wenn du möchtest auch das Auge. Als drittes? Charles, kannst du helfen? Du kannst alles, du Charles, kannst Passanten fragen. Helf mir. Ich hab vielleicht was. Du kannst Passanten fragen. Hab ich? Du kannst gerne in die Sendung kommen, ja. Eins. Ich mal. Oder eins. Check it out. Ist das Auge alleine oder? Das habe ich jetzt, das lag da. Zählt jetzt das Auge auch mit? Als. Das zählt als drittes. Also, wenn ich jetzt noch ein bisschen... Ich habe jetzt leider die Lösung von Einhard nicht gesehen, aber... Ja, nee, ich habe ja noch gar nicht... Er hätte das Auge hier gelegt, aber ich würde das vielleicht... Ihr könnt ruhig alle rätseln. Herr Hottermann, wenn Sie Ideen haben. Ich würde das so probieren. Kannst gerne auch mal mit der anderen Kamera was anderes entschränken. Geht das so? Genau so sieht es nämlich aus. Das ist in der Tat die Lösung. Verstehe. Das wäre hoch für mich. Man hätte das jetzt ein bisschen vernünftig aufbauen müssen, aber man sieht wirklich in der Tat, dass der Hund eigentlich jetzt praktisch nur den Kopf umgedreht hat. Genau so sieht es aus. Also nach hinten schaut. Ein ganz grandioses Rätsel. Ich versuche es mal ein bisschen was aufzubauen. Wir platzieren das Auge nochmal besser. Wenn wir das nochmal zeigen, vielleicht sieht man es auf dem Video besser. Also ich finde es eigentlich nicht unlösbar, muss ich sagen. Hat es aber am Anfang auch nicht, weil man ist überfordert, weil man denkt, man muss da offen legen, wa? Staune! Man kann den Schwanz auch woanders hin verlegen. Fällt mir gerade ein, ich habe noch eine andere Version, nicht vom Hund. Ihr könnt euch nochmal alle beisammen mit an dieser Sache beteiligen. Legt das mal hier so hin. Das waren übrigens 11 Streichhölzer gewesen. Für diesen Streichholztrick benötigt ihr 1, 2, 3, 4. Und zwar möchte ich euch einfach mal bitten, zwei Streichhölzer umzulegen, dass die Schippe, also wenn es jetzt eine Schaufel ist, genau in die andere Richtung zeigt. Auch das ist möglich, wer es versuchen möchte. Zwei Streichhölzer umlegen, dass die Schaufel in die andere Richtung zeigt. Will es jemand versuchen? Herr Ottermann, wir können ja sonst auch nicht. Du, na bitte. Hat jemand eine Idee? Nee. Herr Ottermann, fahren Sie mal bitte ran. Und zwar das Gehirn kaputt, ja. Schieben wir einfach nur mal einen rüber und legen den hier runter und schon haben wir das hier. Ich finde es großartig. Ein kleines Special haben wir noch. Ein kleines Special haben wir noch. Anita Atari hat noch etwas für uns gemacht. Ich weiß nicht was. Also ich kann es mir denken, aber. Einhard. Ich kann es nicht sehen. Kommst du mit in die Sendung? Auspacken. Charles, kommst du mit in die Sendung? Ich brauche mich gar nicht. Oh mein Gott. Meine Damen und Herren, Dunnerwetter! Ist das unglaublich? Das sind die Ghostbusters. Aber ich find's echt klasse. In klein. Ich find's klasse. Wir haben an dich gedacht. Charles, greif mal bitte in meine Tasche. Da ist noch was drin. Oder heute mal noch. Ich bedanke mich mal im Gesicht. Kommt im Ehrenplatz. Versprochen. Kannst du überreichen? Ja, das ist so riesig. Kennt ihr das Ding? Da ist dann schon Weihnachten. Von außen blond und innen rum schön hohl. Klasse. Frau Merkel. Nee, Quatsch. Ja, oder machst du mit Gewalt? Ja. Endlich mal eine Frau mit Gewalt. Ja. Okay, was ist das? Können wir ja beides nochmal zeigen. Ich finde es großartig. Charles, möchtest du dich auch noch bedanken? Du hast auch noch die Sache frei.
Wie immer, beim Alten ist normal. Bei ihr mit Aktivität. Ja, komm. Freut uns wirklich riesig. Gibt einen Ehrenplatz. Guck mal, Scheiße. Ich gratuliere. Für. Wir sagen Dankeschön. Du Knollo. Für dieses wunderbare. Willst du mir weg? Freut uns wirklich riesig. Freut uns. Ihr könnt ja nochmal werben. www.youtube.com/Atari268. Schaut Atari mal vorbei. Mit TH geschrieben. Tutorials gab es auch nicht. Ja. Auf dem Channel. Nein. Großartig. Vielen Dank an Einhard, dass er an diesen Live-Experimenten teilgenommen hat. Charles, wir gehen noch ein Glühwein trinken, werden noch für die ganze Mannschaft den Ort geben. Immer diese, geht weg. Kamera aus. Gute Idee. Freut uns wirklich riesig. Tschüss, bis dann. Ich habe endlich mal einen Champion.